Es ist beeindruckend für uns, wie ja, sehr Sie unser Aufruf, hierher zu kommen am Sonntagmorgen, am letzten Tag der Bad Hersfelder Festspiele der 64. gefolgt sind. Und das zeigt uns, wie sehr es Ihnen doch auch unter den Nägeln brennt, wie es mit den Bad Hersfelder Festspielen weitergeht und welches Schicksal Sie nehmen. Ich weiß gar nicht, Holk Freitag, noch Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, heute wäre ja der letzte Arbeitstag. So begrüßt der HZ-Geschäftsführer und Moderator des Freiluftforums Markus Pfromm auf dem Gelände der Hersfelder Zeitung am Schildepark am Sonntagmorgen den fristlos gekündigten Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele. Seinen Standpunkt zu der fristlosen Kündigung formulierte Freitag so: Das ist scheiße. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, ich finde, was im Moment an Klima von der Stadtführung ausgeht, beängstigend. Stark berührt zeigte sich Freitag von der enormen Unterstützung durch sein Ensemble, durch das Publikum und durch die Bevölkerung. Über 10.000 Unterschriften wurden mittlerweile gegen die Kündigung abgegeben. Ich bin absolut gerührt, ich bin wirklich zu Tränen gerührt über das, was das Ensemble für nicht nur mich, sondern für die Sache gemacht hat. In der letzten Woche dieses Auftreten habe ich noch nie erlebt in meinem Leben und ich habe einiges an Solidaritätsgeschichten mit initiiert und erlebt. Nicht leicht hatten es die Kritiker von Holk Freitag, die sich in der Veranstaltung zu Wort meldeten und dort wenig Unterstützung fanden. Also zunächst einmal würde ich mich freuen. Und die Leute, warum haben Sie eigentlich trotz eines Rekordbudgets von mehr als 5,1 Millionen Euro, Herr Freitag, eigentlich auch in diesem Jahr, wie auch in jedem anderen Jahr, wieder ca. 300.000 Euro weniger da eingenommen, als sie letztendlich haben sollten. Fakt ist Folgendes, ich kann Einnahmen schätzen, aber ich kann sie nicht kalkulieren. An welchen Indikatoren machen Sie erfolgreiche Festspiele fest außerhalb der Besucherzahl und außerhalb der örtlichen und überörtlichen Kommentatoren? Hier sind 64 Jahre lang die schönsten und größten Texte der Weltliteratur über die Bühne gegangen. Und wenn man die Debatte verfolgt, hat man das Gefühl, sie haben keinerlei Spuren hinterlassen. Ob er sich vorstellen könne, nach all den Querelen eine sinnvolle Kommunikation wieder aufzunehmen, wollte Schauspieler Markus Gärtgen für das Ensemble wissen. Theater ist der einzige Beruf, den ich kenne, wo man jeden Tag von null auf neu anfangen kann. Und ich habe das auch in einer Magistratssitzung mal Herrn Fehling gesagt. Ich bin bereit, hier und jetzt sofort Strich unter die Geschichte und neu anzufangen und das könnte ich heute wiederholen. Sehr viel Zuspruch und Unterstützung erhielten Freitag und sein Ensemble im weiteren Verlauf der Veranstaltung. Mit einer Aktion hat man innerhalb, sag ich mal, von 10 Minuten das Image einer Stadt komplett zerstört. Ein Image-Schaden hat allerdings die Stadt erlitten. Sie hat sich lächerlich gemacht. Wenn du gutes Theater machen willst, dann musst du Geld aus dem Fenster werfen, aber damit es zur Tür wieder hereinkommt. Diese Kündigung aufzuheben, dass wir hier in Bad Hersfeld zu einer vernünftigen Rede miteinander wieder kommen. Wir haben die Kultur aus dem Tempel herausgeholt auf die Straße. Das ist eine ganz, ganz große Leistung von den Schauspielern, aber auch von den Bürgern aus Bad Hersfeld. Und in meinem Fall hat der Bürgermeister gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik verstoßen. Und ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Ganz unspektakulär, meine Damen und Herren. Nicht Stunde des Abschieds, dann würde ich ja akzeptieren, was da passiert ist. Das tue ich nicht. Dankeschön.